Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal gelandet seid. Ja, meine Frau möchte ganz gern zum Weihnachten noch einen Weihnachtskerzenständer haben. Sie hat mir da ein Bild gezeigt. Wir versuchen mal was zu basteln. Und zwar habe ich hier zwei Brennholzscheite und mal gucken, ob wir das daraus bauen können. Das soll im Prinzip ein Kerzenständer werden, wo ein Stern draus zu erkennen ist und wo man oben dann zwei Teelichter reinstellen kann. Ich zeige euch das nachher, wenn es fertig ist natürlich. Wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Fangen wir erstmal an, das Ganze hier abzurichten. Ich muss jetzt erstmal wirklich brauchbare Hölzer daraus machen. Das ist hier Kaminholzbuche. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich versuche mich jetzt erstmal mit der Bandsäge jetzt irgendwie ein bisschen gerade Struktur reinzukriegen. Danach geht das über die Abrichte. Und dann vielleicht noch durch einen dicken Hobel, muss ich mal gucken. Oder ich säge das beidseitig. Das muss auch nicht super genau werden. Das soll jetzt nur einfach mal ein etwas abgerichtetes Holz geben. So, Stunden später, gefühlt zumindest, habe ich jetzt zwei schöne Klötze. Ja, was soll das jetzt eigentlich werden? Zeige ich euch. So, jetzt ist die Bastelbetreuung gefragt. Die muss mir nämlich jetzt einen Stern bauen, dass ich den aufkleben kann und aussägen kann. Was ich euch zeigen wollte, ist, dass jetzt oben hier einfach Teelichter reinkommen. Das werde ich jetzt noch schnell bohren mit dem 40er Forstnerbohrer. Und dann warte ich auf den Stern als Vorlage. Ja, ich habe jetzt mal den 40er Forstnerbohrer hier eingesetzt, ganz oben reingeschoben und was ihr sehen könnt, ist, die Spitze vom Forstnerbohrer verhindert, dass ich jetzt da drunter komme. Sonst könnte ich das noch bohren. Ich bin ganz unten. Jetzt muss ich mir was überlegen, dass ich den Tisch hier ein bisschen wegdrehe. Nach hinten geht es nicht, da ist ja mein Motor. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich will das Ding eigentlich auch nicht nochmal absägen. So, die Größe ist ja okay, aber das ist wirklich nur die Spitze vom Forstnerbohrer hier. Okay, ich habe mich gerade überzeugen lassen. Hier geht in keine Richtung irgendwie was. Mit dem ganzen Gerödel dran. Das heißt, ich werde das Ding jetzt einfach ein Stück absägen, so dass ich den da unterkriege. Jo, das passt. Aber jetzt weiß ich nämlich wieder, warum ich mir den großen Schraubstock zugelegt habe. Nee, passt doch nicht. Verdammt, jetzt passt er da nicht zwischen. Schade, hatte ich mir so gedacht. So, auf geht's. Alles eingespannt. Loch bohren und zwar circa 12 mm. Gefällt mir nicht. Wackelt zu sehr. So ist besser. Soweit, ganz gut. Jetzt werde ich das noch ein bisschen schleifen. Meine Frau hat mittlerweile auch den Stern gebracht. Das ist das gute Stück. Der soll da so drauf. Ihr müsst euch das so vorstellen, das kommt zusammen. Der Stern kommt da drauf, wird ausgesägt und hinterher stellt man das hin und zieht das ein bisschen auseinander. So, die Bastelbetreuung hat geliefert. Wir haben jetzt hier einen Stern. Der wird jetzt eigentlich nur noch einfach an der Bandsäge ausgesägt. Mal gucken, wie es läuft. Ich habe den jetzt nicht draufgeklebt mit beidseitigem Kleber oder irgend sowas oder Sprühkleber. Ich wollte auch die Reste nachher nicht auf dem Holz haben. Ist schon geschliffen alles. Ist zwar ein bisschen rudimentär, aber man möchte trotzdem die Kleberänder nicht sehen. Ich werde mich mal daran machen, das jetzt auszusägen.
Ja, das war mal wieder eines dieser Projekte, wo man leichtsinnigerweise sagt, klar, Schatz, baue ich dir mal eben, gar kein Problem. Also ihr habt ja gesehen, das hat jetzt doch einen Moment gedauert, alles abzurichten, das reinzusägen, die Löcher zu bohren, die Unwegsambarkeiten, die man so hat, wenn die Bohrmaschine nicht hoch genug ist und so weiter. Aber ich finde es doch recht schön geworden und insofern bin ich jetzt froh, dass dieses Projekt beendet ist und ich meine Frau noch ein bisschen erfreuen konnte damit. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich ganz gern bedanken bei euch, dass ihr mir das Jahr über die Treue gehalten habt, dass ihr abonniert habt, dass ihr geliked habt, dass ihr kommentiert habt. Freut mich immer sehr. Und dieses Video kommt jetzt am zweiten Advent, wird auch das letzte in diesem Jahr sein. Das heißt, ich wünsche euch eine frohe Weihnachtszeit. Macht's gut, lasst euch reichlich beschenken und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Jahr auf jeden Fall. Bis dann, macht's gut. Tschüss zusammen.